Oh Gott, es ruckelt. Aber man sieht es hier, es ist. Der Berg ist völlig optimiert an die Burg, ja. Die einzigen hohen Mauern von außen, von hier jetzt gesehen, sind die, ist diese Ecke hier. Es war von vornherein klar, dass die sehr hoch ausstehen wird. Doch, dass wir das hier jetzt so angepasst haben, sieht das ja auch nicht mehr so krass hoch aus. Und davon abgesehen, dass das von vorne vom Nachbarberg sowieso alles sehr, sehr, sehr niedrig wirkt. Aber bedenkt, Vergleich Wirkung zu wie niedrig und hoch die Gebäude eigentlich tatsächlich sind. Ne? Die sind nämlich schon, also die Mauern sind schon gut hoch. Aber das meiste sieht man nicht, weil es versteckt ist. So. Dann hätten wir jetzt die letzten Fehler auch beseitigt. Es ist eigentlich nur noch die Frage, wie wir die Rampe weiterlaufen lassen wollen. Also die Rampe hier. Geradeaus wird schwierig. Da aufs Haus auch. Also eigentlich sinnvoll weitergeleitet muss die irgendwo dadurch. Da will ich es aber eigentlich nicht haben. So. Bevor ich jetzt hier mir erstmal den Kopf weiter zerbreche, erstmal hier die Mauer anlegen. Die den ganzen Saftladen hier voneinander abtrennt. Wasserkram direkt unterhalb der Burg. Mit der Realität. So. Und voilà. Das müssen aber schon noch Stil. Nein, 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 nein. Stil vermachen. Dann geht es dann hier quasi noch weiter vor. Warum auch immer. Wo ist denn die Treppe? Ich glaube hier drüben. Ja, stimmt, da vorne beim Haus geht's durch. Ich bin nämlich hier durch den Turm gelaufen, aber da haben wir hier den anderen Treppenturm. Den vergisst man da immer so schnell. Gut, also dieses Haus wird auf jeden Fall einen Eingang zu da drüben haben. Dieses Haus würde hier stockwerkübergreifend gehen. Dann im oberen Stockwerk hoffentlich das große Lager dann beinhalten. Das ist also das grobe Ziel. Mir fällt gerade auf, dass ich jetzt quasi mit den Außenmauern der Burg fertig bin eigentlich. Dieser Worst Case. Da weiß ich ja gar nicht mehr, was ich tun soll. Wie mache ich das denn jetzt am besten?
Und hier machen wir einfach keine Zwischensockel wie da drüben. Die ignorieren wir jetzt einfach mal, weil die brauchen wir nicht. Also eigentlich brauchen wir sie nicht. Wow. So. Das ist das Einzige, was hier noch fehlt, das hier, glaube ich. So. Die Fackel muss dahin, die muss dahin und die muss dahin. So. Fertig. Mann, jetzt wollte ich gerade auf den Nachbar gehen, um mir das Teil anzuschauen. Jetzt wird mir das natürlich verwehrt. Ja, hier will ich dann ja gleich noch die Leiter einbauen in den Turm. Das kann ich ja dann vielleicht noch machen. Dann kann ich noch Zucker abbauen, schauen, wie viele Bäume gewachsen sind und daraus dann noch Bücherregale zu machen, die ich dann um den Altarstein platzieren werde. 28. Ja, das müsste reichen. Damit komme ich 8 Blöcke hoch. Ich glaube, mehr als 8 Blöcke dürfte hier der Höhenunterschied nicht. Boah, das geht gerade so auf. Hey, ist doch knapper kalkuliert, als ich dachte. So. Unterware. Ich habe mich anscheinend auch zu früh gefreut. Ja, schließen. Jetzt bin ich gespannt, ob das ganze Zwischenspeichern geholfen hat. Wir sehen uns gleich wieder. Ach, was heißt gleich wieder? Ich lasse einfach mal durchlaufen. Ich sehe jetzt meine wunderschöne. Mein Gesicht und meine Finger. Und mich. Ohne Spiel im Hintergrund. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das funktioniert. Und ich weiß nicht, wie viel noch über ist von der Welt. So schnell in Vollbildmodus wechseln. Okay. Er stürzt schon wieder ab, glaube ich. Ah, nee. Gut, die Brüstung hat es nicht mitgenommen, aber sonst ist alles noch beim Alten. Gut, damit kann ich leben. Ich würde aber auch jetzt spontan sagen, wenn das jetzt dieser Bug mit meiner Leiterkletterei zu tun hat. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, immer wenn ich so ungünstig springe, passiert das. Dann lassen wir das halt einfach. Machen das wie jeder normale Mensch. Von abgesehen verkraften wir das halt hier noch wieder ein paar Sachen zu den Stufen, damit wir die Brüstung wieder fertig kriegen. Und
Gut, hier sonst hat es, glaube ich, schon alles gespeichert. Der Speicherplatz der Map hat sich auch ein bisschen verändert. Für die, die das gemerkt haben. So. Hier kann man jetzt runter. Haben wir noch irgendwo alles ohne Leiter? Ja, ich glaube, um hier hochzukommen. Die kann ich ja bei der Möglichkeit auch gleich direkt austauschen. Wieso habe ich das eigentlich so hässlich gemacht? Gut, kann ich jetzt nicht fixen, weil da die Fackel im Weg ist dafür. Aber naja, oh. Okay. Dann lassen wir es jetzt erstmal. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir hier die Kanten wieder schön machen. Kommt die Fackel hin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Man merkt, der Speicherplatz ist um eine Nachkommastelle niedriger geworden. Jetzt sind wir nicht mehr bei minus 42,8, sondern bei minus 42,73. Ob das Problem jetzt verbessert oder verschlimmert? Keine Ahnung. Will ich, wenn ich ehrlich bin, glaube ich auch gar nicht wissen. Was da jetzt der große Unterschied ist. Für mich ist jetzt erstmal nur wichtig, dass ich den ganzen Kack hier nicht... Nochmal, nochmal, nochmal. Und mit bester täglich größtes Murmeltier man hier bauen muss. Sondern, dass das meist jetzt da geblieben ist. Also hoffe ich jetzt mal. Ich habe jetzt nicht hochgeguckt, ob da irgendwas an Chunks fehlt. Wenn das letzte Mal einen ähnlichen Absturz hatten. Aber weißt du was? War so nass. Haben wir gleich mal 64 Fackeln. Fackeln wir einfach mal gar nicht lange. Und leuchten dafür hier noch alles schön aus. Wie es sich eigentlich auch gehört. So. Perfekt. Da gehen wir jetzt erstmal hoch und das Zuckerrohr und fällen. Haben wir eigentlich überhaupt noch Stein? Okay, so viele Bäume können wir eh nicht fällen. Wir haben nämlich nur einen, der nachgewachsen ist. Dafür ist aber das Zuckerrohr gewachsen. So.